Hallo zurück hier bei Kevins Technikwelt. Heute machen wir weiter an unserer Fahrbahn für unsere Blockbandsäge. Als erstes beginnen wir damit, das Rohr für die Stammauflage zuzuschneiden. So, das war die letzte Auflage. Sind wir damit fertig. Weiter geht's dann mit dem Bohren der Auflagen zum Festschrauben. So, im nächsten Schritt müssen wir jeweils zwei Löcher links, zwei Löcher rechts anzeichnen, um die Rohre festzuschrauben. Dann messen wir uns jetzt mal die Mitte raus von dem Rohr. Das ist 75 lang, also haben wir 37,5 von der Mitte. Und die Bohrungen sind jeweils auseinander 69 und 59, da ist dann die Hälfte 34,5. Einmal hier markieren. Und 29,5. So. Damit wir den anderen einfacher haben, machen wir uns das jetzt hier mit unserem Reichmaß. Einmal hier an, dann prüfen wir das nochmal. Und da passt. So, wir können nämlich alle hintereinander machen. Jetzt beginnen wir mal mit der Montage unserer Füße. Dazu schrauben wir hier unsere vorgefertigten Füße erstmal drauf. Jeweils mit zwei 8er Schrauben. So, jetzt schrauben wir das Rohr an unserem Eisen fest.
zweite Seite und die anderen habe ich schon festgeschraubt. Winkel an unsere Füße anschrauben und dann sieht es schon fast so aus, als wenn wir sägen können. So, haben wir unsere Fahrbahn mal grob fertig gebaut. Jetzt kommt noch das Ausrichten in der Diagonale und die Höhenausrichtung. Und es müssen ja noch so Sachen angebaut werden wie Halterungen für den Stamm zu klemmen und wo man die Bretter gegenklemmt, so Parallelanschläge. Aber das kommt in einem nächsten Video. Ich sage tschö und bis zum nächsten Mal.